Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Attack. Wir haben in der letzten Folge das Gedönsel hier angefangen, dieses Monstrum an, was weiß ich, was ist das überhaupt? Und ja, das ist eigentlich nur ein Schmelzer, der meine Items schmelzen kann und zwar recht schnell. Und wir haben in der letzten Folge den Input gemacht und wir können jetzt einfach Zeugs da reintun und es wird automatisch auf alle Öfen aufgeteilt. Wir haben hier, sehen wir, überall ist Kohle drin, überall ist auch fast gleich viel Kohle drin, aber überall ist Kohle drin, das ist das Wichtige. Und auch überall ist Stein drin, der geschmolzen wird. Hier, der, mit dem hat man noch ein Problem, da war noch ein Power Rail drin. Aber alles andere funktioniert soweit. Und was wir in dieser Folge machen wollen, ist, wir wollen die Items, die wir hier rausbekommen, noch oben in die Ausgabekiste transportieren. Das heißt, dass wir die Items, die wir hier bekommen, die transportieren wir hier hin und packen es in diese Kiste. Und genau das möchte ich mit euch jetzt heute machen. Und ich sehe schon, das wird nicht so einfach. Denn wir müssen ja irgendwie an die Kiste drankommen mit einem Hopper und das wird echt nicht so einfach, weil ich brauche eine Möglichkeit, die Farm auszuschalten. Da brauche ich wirklich eine Möglichkeit zu und ich glaube, ich weiß sogar, wie ich es mache. Ich werde jetzt erstmal hier die Fackeln entfernen, aber grundsätzlich wäre das auch eine Möglichkeit, die Farm auszuschalten. Der würde dann auch hier sein. Geht die Farm auch wieder an, wenn ich hier drauf drücke? Nee. Okay, da muss ich mir echt noch was überlegen, wie ich die Farm vernünftig ausschalte und anschalten kann, weil das stetige Gefummel hier von den Minecrafts, das geht mir schon gehörig auf die Nerven, meine Freunde. Aber das ist ja gar kein Problem, das kriegen wir, sollten wir auch hinbekommen. Was wir jetzt erstmal machen, ist, wir wollen die Items, wie gesagt, wegtransportieren, und zwar da oben hin. Wie könnten wir denn diese Kiste erreichen? Wenn ich hier unten einen Hopper setze, dann saugt der Hopper auch das an, und das ist halt Quatsch, das wollen wir nicht. Ich guck mal ganz kurz auf der anderen Seite, ob da noch Platz ist, sonst müssen wir irgendwie so eine Notlösung finden. Eigentlich mag ich Notlösungen nicht so gerne. Hier würde es gehen. Haben wir denn noch Hopper? Nö. Aber wir können uns noch Hopper craften. Ich brauche auf jeden Fall Kisten dafür. Da habe ich ja eine ganze Menge noch parat. Eisen habe ich nicht mehr ganz so viel. Aber, ja, ich glaube, wir kommen mit 6 hin. Es sollte mit 6 Hoppern, sollte es machbar sein, glaube ich. Ich glaube schon. Dann hätten wir das auch fertig hier, unseren Schmelzer. So, gucken wir erstmal, gehen wir mal wieder auf die andere Seite. Da müssen wir auch irgendwie eine angenehmere Möglichkeit finden, um hier hinzukommen. Aber grundsätzlich haben wir dann erstmal hier einen Hopper. Und dann glaube ich sogar, ich weiß, wie ich das super einfach hinbekomme. Ich glaube, wir brauchen sogar noch einen Hopper. Ich glaube schon. Ich probiere mal was. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das ist jetzt gerade wieder typische Klimmaktion. Kein Plan, ob es funktioniert, aber wir probieren es trotzdem. Ich werde hier unten mal eine Redstone-Torch hinsetzen, um die Schienen zu aktivieren. Und dann werde ich einfach einen Minecart nehmen. Und, also ich wollte es sowieso machen. Ziel war, hier drunter setzen wir auch einen Minecart-Track. Und, also hier so, blablabla. Und wir haben natürlich alle unsere Powered Rails da oben verbaut, weil ich ein Trottel bin. So, die hole ich mir mal ganz kurz wieder. Zumindest die meisten davon. Wir brauchen hier auch eigentlich nur, brauchen eigentlich nur die letzten beiden oder die allerletzte brauchen wir eigentlich auch nur, wenn wir ganz ehrlich sind. Okay, die führen gerade alle nach da und die führen gerade alle in die Kiste, also müssten die perfekt hier drin sein. Das funktioniert also schon mal, hurra. Das Problem ist, wir können die Rail nicht powern ohne, oh, und das ist wirklich ein Problem, ohne den Hopper zu powern, oder doch? Ich glaube nicht. Das Problem ist auch, alle Blöcke da drumherum sind auch Hopper. Das ist jetzt wirklich ein bisschen ein Problem. Es sei denn, wir benutzen hier normale Rails und hoffen einfach darauf, dass es irgendwie funktioniert. Ich will aber mindestens 3 Hopper da hinten haben. Warum, zeige ich euch gleich alles noch, erkläre ich gleich alles noch. Aber lasst mich erstmal hier so ein bisschen werkeln. So, wir haben also hier unsere Powered Rails, 3 Stück. Dann haben wir hier unsere normalen Rails. Ich hoffe, das Minecart geht schon mal hin und zurück. Das ist ja was, was wir jetzt eigentlich gleich testen könnten, wenn wir das Minecart mal gleich holen. Wir brauchen halt immer noch einen Hopper, um das mit dem Minecart zu machen. So, dann hätte ich gerne, dass das Minecart hier lang geht. Warum? Achso, das funktioniert ja nicht, direkte Kurve, ne? Und direkte Kurve und runter funktioniert leider nicht. Ich weiß, nee, das ist der falsche Block. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Dann hier hinter haben wir halt auch keinen Platz, weil hier hinter kommt direkt die Wand. Die kommt auch noch dahin, deswegen können wir da auch nicht hingehen. Das heißt, ich werde einfach mal hier runtergehen. Ich hoffe, die beiden Minecarts stören sich nicht gegenseitig. Ich glaube aber nicht, dass sie das tun.
So, gehen wir mal hier runter. Und guck mal, da haben wir sogar schon genau da, wo wir hin müssen. Einen Punkt, wo wir bauen können. So, jetzt müssten wir hier vielleicht noch ein, zwei Powered Rails hinbringen, damit wir die Ansteigung hier schaffen. Die müssten wir dann auch noch powern, logischerweise, weil ansonsten bringen die Powered Rails auch relativ... Wobei, wo sind wir denn hier? Wo ist das denn hier? Ach so! Aha! Hier sind wir. Okay, wie komme ich jetzt wieder hoch? Das ist wohl die interessantere der Fragen, wie ich wieder hochkomme. Aber ich glaube, mit ein wenig Geschick und Cobblestone-Hüpferei, naja, wenn ich mich nicht so blöd anstelle, sollte das sogar klappen. Und perfekt. So, wir sind jetzt wieder hier, wo wir eigentlich hin wollten. Zack. Und powern mal ganz kurz diese Rail. So, sehr schön. Und dann gehen hier wieder Schienen hin und hier haben wir wieder eine Powered Rail, die wir direkt wieder abreißen, weil warum auch nicht? Na, die haben wir ja nicht gebaut, damit die da hinten bleibt. So, zack. Zack. So, das funktioniert also schon mal. Das heißt, der könnte hier durchaus runterkommen. Wir haben sogar noch ein paar Fackeln übrig, dann ballern wir die mal hier hin. So, das ist jetzt super schönes Redstone, was ich hier gebaut habe, aber darum geht es gerade gar nicht. Ich hole mal einen Hopper-Minecart und guck, der muss es ja nur abholen. Dann sind wir fertig. Er muss es nur abholen und dann sind wir fertig. Oh, wir haben sogar noch Eisen hier drin. Geil. Wo? Achso, ich dachte gerade, wer haut mich? Ey, ich habe gar nichts gegessen. Was ist denn los? Normalerweise vergesse ich das Essen doch auch nicht, meine Freunde. So, wo haben wir denn? Hier sollten wir noch einen Minecart haben. Wir haben noch einen Hopper im Inventar. Das heißt, wir können noch einen Hopper-Minecart machen. 1 plus 1 ergibt 7. So. Und dann setzen wir das mal, ja, auf die obere Schiene, würde ich sagen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir keine andere Möglichkeit haben, als da oben. Okay, er schafft's hoch, bleibt dann aber da stehen. Was gut ist, weil er bleibt stehen und er hat Zeug dabei. Das heißt, das funktioniert schon mal perfekt. Ja, das Schlechte daran ist, dass er stehen bleibt. Er darf nicht stehen bleiben. Er sollte nicht stehen bleiben und da müssen wir halt jetzt einen Weg finden und ich glaube, es führt keinen Weg drum rum, als dass wir die anderen Wege da auch noch zu Powered Rails machen und dann soll das funktionieren. Dafür habe ich in der letzten Folge clevererweise mein letztes Gold geschmolzen, um hier nämlich keine Hose draus zu machen, sondern, meine Freunde, eine weitere Power Rail Schienen Dings. Genau, das wollte ich daraus machen. So, dich schiebe ich mal wieder weg. Du kannst gerne zu dem hier werden. Du auch. Und du kannst wieder weg. Tschüss. Und ich werde gerade auf WhatsApp angeschrieben. Wenn man nicht innerhalb von einer Sekunde antwortet, meine Freunde, dann ist man direkt schon der Buhmann. So. Verdammt! Es geht auch nicht zurück, weil das kein normaler Block ist, richtig? Ich glaube schon. Aber, Moment mal, das können wir beheben. Wir können da einen ganz normalen Block hinmachen. Warum nicht? So, machen wir einfach hier einen ganz normalen Block hin. So, gehen wir wieder auf die Strecke hier, so, zack. Das geht doch. Oder? Oder? Ja, es geht. Hurra, es funktioniert. So, hier wird dann unser fertiges Zeug reinkommen. Ich weiß gar nicht, wie viel Cobblestone wir da reingepackt hatten. Offensichtlich zu wenig. Aber grundsätzlich können wir unseren Schmelzer jetzt in Betrieb nehmen. So. So. Dann müsste der jetzt eigentlich komplett in Betrieb sein. Hier müsste nur noch Kohle drin sein. So, und wenn wir jetzt mal was ausprobieren. Wir probieren jetzt mal aus, Sachen zu schmelzen. Ich sollte mich vielleicht nicht auf die Schienen der Minecarts stellen. Nö. Okay, das war knapp. So, hier kommt unser fertiges Zeug raus. Hier kommt unser Zeug rein, das wir haben wollen. Und hier kommt Benzin rein. Was will ich denn schmelzen? Ich habe hier aktuell ein bisschen Cobblestone drin. Dann schmelzen wir mal was anderes als Cobblestone, würde ich sagen. Oder schmelzen wir doch mal... Was gibt es denn eigentlich noch? Was schmilzt man noch außer Cobblestone? Fleisch. So, 23 Raw Chicken. Rinder wird automatisch abgeholt. Gar kein Problem. 23 Raw Chicken gehen da rein. Jetzt müssten wir sehen, dass das Raw Chicken von den Minecarts abgeholt wird. Das heißt, da müsste jetzt Raw Chicken drin sein in den Öfen. Wir überprüfen das mal. Da ist Raw Chicken drin. 3 Stück hier, 2 Stück da, 2 Stück da, 1 Stück da und sogar noch einen fertig. Ich bin zufrieden mit der Aufteilung des Raw Chicken auf jeden Fall. Und dann gucken wir jetzt mal nach, wie schnell unser Schmelzer wirklich ist. Wir haben jetzt noch gar keines da drin. Und jetzt kommen die ersten Raw Chickens an. Wir haben jetzt schon 4 Raw Chicken fertig. Also wir haben schon 4 Chicken gebraten in der kurzen Zeit. Und ich glaube, das wird halt einfach immer mehr. Jetzt haben wir 8.
Genau, es kommen immer nur 4 Items an, weil wir hier, naja, das müssen wir, das können wir auf jeden Fall verbessern. Wir könnten auch sagen, dass wir können dem Minecart auch sagen, dass es warten soll, bis er alles entladen hat. Aber das sind so Kleinigkeiten, die können wir dann später auch noch hinzufügen. Für jetzt ist es halt einfach erstmal ein super schneller Schmelzer. Und ich glaube, ich mache hier noch, ja, jetzt ist er natürlich da drauf gelandet. Den können wir noch mal ein bisschen umherpushen hier so, tschüss. So, und dann machen wir das so. Und dann sollte der auch noch immer mehr Chicken hier. Und da haben wir schon unser Chicken eigentlich fertig. Sind 23, war das alles, was wir brauchten? Ich glaube, 23 war alles, was wir da reingetan haben. Ich weiß es gerade nicht mehr. Und zack, instant ist es geschmolzen. Und deswegen würde ich sagen, dieses Projekt ist erstmal erfolgreich beendet worden. Wir werden natürlich daran weiterbauen. Wir müssen da nämlich noch ein paar Sachen machen. Das erste, was wir jetzt aber machen, sind Item-Frames dahin hängen. Wir brauchen 3 Stück. Ich klaue mir die mal ganz kurz von hier. Dann können wir gleich auch noch ein paar mehr Item-Frames machen, weil die brauchen wir auch. Wir brauchen 6 Stück eigentlich, um ehrlich zu sein. Da, da und da. Ne, wir wissen dann, hier ist das Raw-Zeug. Da unten ist das fertige Zeug. So. Und ganz oben brauchen wir Treibstoff. Und da ist einfach Kohle. Natürlich der Treibstoff unserer Wahl. Ganz oben ist Kohle. Und wir werden auch das System jetzt auch nochmal mit ordentlich Kohle befüllen, damit wir erstmal genug Kohle haben zum Schmelzen. Und ich würde sagen, das ist uns echt gut gelungen. Wir haben jetzt einen Schmelzer hier drin. So, können wir den einfach immer benutzen. Wir gehen hier hin, packen was da rein. Und natürlich, bis der Hintergrund auch aufkommt, werden das Minecart-Gedudle, das geht mir auch auf die Nüsse. Das heißt, das werden wir nochmal verändern. Wir werden garantiert nochmal zum Schmelzer zurückkommen. Vielleicht bauen wir den auch komplett um und bauen doch ein Design aus dem Internet. Weiß ich nicht, aber ich wollte es erstmal so ausprobieren. Und tatsächlich klappt das sogar ganz gut. Und jetzt sortieren wir mal eben zusammen die Kisten ein. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe es eigentlich immer geschnitten. Aber um euch nochmal zu zeigen, wie das Lagersystem hier aufgebaut ist. Hier kommt immer noch aller Cobblestone rein. Da hat sich nichts dran geändert. Und da haben wir jetzt gerade nochmal ganz viel Cleanstone, den wir mitnehmen können. Ja, im Lagersystem nervt das schon, wenn da die ganze Zeit Minecarts durch die Gegend bumseln. So. Und dann haben wir hier noch Zeug. Das packen wir hier rein. Das packe ich jetzt alles mal hier rein. Was heißt alles mal? Das kommt hier immer rein. Hier auch nochmal, zack. Und dann haben wir eigentlich nicht mehr viel, außer noch ein bisschen Redstone und noch ein bisschen anderen Krams. Ich weiß nicht, wo packe ich eigentlich die Hopper rein? Auch bei Redstone, oder? Mache ich einfach mal so, baller ich einfach mal da rein. Und dann kommt hier noch ein bisschen davon rein. Und ich würde sagen, wir sind eigentlich schon fertig mit dem Wegpacken. Außer wir haben ja noch einen Barren Gold, ne? Das ist unsere riesen Goldkiste. Da darf niemand, die darf niemand jemals finden, weil da wird all unser Gold geklaut. Ich habe hier sogar noch Cobblestone. Ich habe hier sogar noch Kohle drin. Und dann habe ich noch ganz viele Öfen, die ich nie mehr brauchen werde, weil wir jetzt so einen automatischen Dingens haben. Und Leute, die bei bei WhatsApp die ganze Zeit schreiben, holy shit, das ist echt nervig, meine Freunde. Kennt ihr das? Kennt ihr so Leute, die die ganze Zeit schreiben, oh Gott, du hast innerhalb von 12 Sekunden nicht geantwortet. Ich muss dir jetzt nochmal 4 Nachrichten schreiben, ob du überhaupt noch an dem Leben bist, meine Freunde. Denn das kann ja sein, dass du eigentlich schon längst gestorben bist. So, hier sollten jetzt wieder Eier drin sein. Sehr gut, ein paar Federn. Ist wohl was gestorben da oben mal wieder. Tschüss, ist mir egal. Sind da jetzt viele drin? Weil da sind eigentlich schon eine Menge drin, ne? Und unser automatischer Refiller klappt auch. Wir kriegen halt bloß aktuell kein Hühnchen daraus. Weil die Eier halt immer gesammelt werden da unten erstmal. Und nicht die Hühner. Also die Eier werden nicht rausgeschossen. Schossen. So. Was wollte ich noch machen? Genau, ich wollte mit euch zusammen ein paar Frames machen. Ein paar Item-Frames. 24 Stück, um genau zu sein. Weil wir haben 24 Leder. Wahrscheinlich sogar weniger, weil wir nicht so viele Sticks haben. So machen wir einfach mal 15 Stück, das war genau mein Plan, 15 Stück zu machen, ich wollte nicht mehr, 15 Stück, und dann werden wir hier erstmal auch so, 1, 2, 3, 4, und dann haben wir genau noch 3 über, als hätte ich es geplant, ich wollte nämlich genau 15 Stück machen, um die dann auch hinzuhängen, da mache ich einfach mal dasselbe nochmal hin, nehmen wir uns hier einen Stone, nehmen wir uns hier einen, nee, nicht hier raus, nehmen wir uns hier raus einen Cobblestone und dann brauchen wir noch einen Kohle. Der ist da hinten, der einen Kohle. Den nehmen wir uns auch nochmal raus. Hier 1 Kohle. So, tschüss. Und dann packen wir das alles nacheinander in die Items-Frame rein. Erstmal natürlich den Kohle. Dann natürlich den Cobblestone und dann natürlich den Stone. Und hier ist schon unsere Truhe. Die funktioniert schon perfekt. Ich fände es übrigens super cool, Leute. Das möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich fände es ultra cool, wenn man Chests hätte. Ja, zum Beispiel hier haben wir jetzt eine Chest. Und man benennt die am Amboss. Ja, ich benenne die jetzt einfach mal, warte, wie nenne ich die? Kranke Chest. So, jetzt haben wir hier eine kranke Chest. Und wenn dann hier oben
Ah, oh, das steht sogar da. Ah, oh, das wusste ich gar nicht. Okay, cool. Wisst ihr, was wir dann machen? Wir werden das hier oben umbenennen, nicht Large Chest. Ich wusste echt nicht, dass das geht. Ich habe immer gehofft, oh, das wäre ganz cool, wenn das... Jetzt haben wir die Chest abgebaut und jetzt ist sie weg. Hm, egal. Ich habe immer gehofft, dass es geht. Ich habe immer gedacht, es wäre mega cool, wenn das gehen würde. Aber das geht tatsächlich. So, dann füllen wir mal zwei Chests und wir nennen die Treibstoff. Ja, zwei Treibstoff-Chests, so. Dann brauchen wir natürlich zwei Chests, die nennen wir nicht Treibstoff, sondern die nennen wir Rohmaterial. Ja, Rohmaterial. Und dann wiederum, kann man die stacken? Die stacken. Und dann wiederum brauchen wir zwei Chests, die nennen wir fertiges Zeug. So. Tada. Und jetzt, meine Freunde, ihr habt es schon erraten, werden wir die Kisten hier aussortieren. Wir haben hier unten fertiges Zeug. So. Fertiges Zeug, das steht sogar da oben. Das ist doch richtig geil, meine Freunde. Seht ihr das hier so? Die werden natürlich in die Hopper verfrachtet. Das heißt, er versucht jetzt Kisten zu schmelzen. Rohmaterial. Ja, Rohmaterial, richtig. Rohmaterial. Und da oben kommt natürlich dann dementsprechend der Treibstoff rein. Ich wusste echt nicht, dass das geht, Leute. Geil. So. Hier oben kommt der Treibstoff rein. Und jetzt müssen wir nochmal ganz kurz gucken. Wir müssen mal ganz kurz die Kisten aus dem System entfernen hier irgendwie. Hüp, hüp. Geronimo, okay. Da haben wir jetzt eine Kiste drin. Da haben wir jetzt eine Kiste drin. Wir haben, glaube ich, nur zwei Kisten bekommen. Aber hinten drin... Wie komme ich denn jetzt da dran? Hinten drin müssten auch noch Kisten sein. So. Ne, von hier komme ich nicht da dran. Ich versuche mal ganz kurz... Ne, da ist auch Redstone. Da komme ich da auch nicht dran. Okay, ich versuche mal, hier mir einen kleinen Tunnel zu graben. So. Höp. Aha. So. Dann müsste ich eigentlich, glaube ich, nur... Hier müsste eine drin sein, genau. Und hier. Perfekt. So, wir haben unsere Kisten wieder. So. Das funktioniert also schon mal gut. Wir haben die Kisten umbenannt. Ich wusste echt nicht, dass es geht. Ich habe gehofft, dass es geht. Und es geht, meine Freunde. Einfach mal überprüfen. Fertiges Zeug. Hier oben ist Rohmaterial. Und da oben ist Treibstoff. Und weil ich jetzt einfach das Ding gerne benutzen will, packe ich hier noch ein bisschen Rohmaterial rein. Das wird super schnell rausgeholt, weil wir auch zwei Hopper haben natürlich, die da gleichzeitig rausziehen. Und hier sollten wir dann gleich unser ganzes Zeug sehen. Leute, wir haben das Ding fertig gebaut in dieser Folge. Zwei Folgen haben wir gebraucht, um so ein automatisches Gedönsel hinzubauen. Es kann natürlich sein, dass da mal ein bisschen... Jetzt ruft die Leute, rufen mich noch an. Es kann natürlich sein, dass das in naher Zukunft mal kaputt geht, weil es gibt immer so ein Problem mit sich bewegenden Minecarts. Aber, also wenn man die Welt neu lädt... Ich höre sie gerade auch nicht mehr. Okay, doch, jetzt höre ich sie wieder... Also, gucken wir, ob das dann funktioniert, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, drückt den Daumen nach oben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Craftic. Haut rein. Tschüss.